Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen Video mit einem neuen Thema. Das Ding ist, wie ihr es schon öfters in meinen Videos gehört habt, bin ich ein starker Befürworter dafür, dass du etwas tust, was gut für diese Welt ist, was viele Menschen brauchen. Ich will dir jetzt einfach eine Idee geben, wie du vielleicht dein eigenes Business starten kannst, wie du dein eigenes Ding starten kannst, mit dem du vielleicht sogar erfolgreich werden kannst, ja? Ich will dir nur einen Gedankenstoß angeben. Für alle die, die zufrieden mit ihrem Leben sind, zufrieden mit ihren Jobs sind und nichts so nebenbei machen wollen, ist dieses Video vielleicht jetzt nicht. Aber für alle die, die Träumer sind, wirklich und einen Traum haben, ihr eigenes Business durchzuziehen, für all euch sage ich auf jeden Fall, ihr müsst euch wertvoll machen. Und ihr braucht eine Fähigkeit, die Menschen erkennen können. Damit meine ich einfach, ihr braucht eine spezielle Fähigkeit. Das muss jetzt nichts Überspezielles sein, ja. Irgendein Service oder sowas, wo Menschen wirklich brauchen, wo die erkennen, so, ey, dieser Dude, diese Dame, die hat diese Fähigkeit und das ist jetzt etwas super Geiles, das brauche ich unbedingt, ja. Beispielsweise, ich habe einen Dude, ja, der, kennt sich gut mit Webseiten aus und sowas und hilft mir da und sowas. Und das ist auf jeden Fall was richtig Gutes, was richtig, richtig Gutes. Gerade in dieser neumodischen Welt, wo alles so online ist, brauchen wir Menschen, die sich auch mit Online-Businesses auskennen, die Webseiten erstellen können. Wenn du sowas kannst, kannst du dich natürlich auch damit selbstständig machen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Das ist so das Erste, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist. Ich habe nämlich auch gerade mit ihm noch telefoniert und sowas. Bin ihm mega dankbar, dass er mich da so unterstützt und mir das so angeboten hat, mir da zu helfen und für das Soul Channel da eine Webseite zu machen auf jeden Fall. Deswegen seid gespannt, was da auf euch zukommt. Vielleicht, wenn ich das Video, also bestimmt, wenn ich das Video schon hochgeladen habe, gibt es die Webseite schon. So, deswegen das so zu diesem Thema. Ja, wenn ihr sowas drauf habt, ja, ihr müsst einfach eine gewisse Fähigkeit haben und in dieser Fähigkeit wirklich gut sein, dass Leute darauf anspringen und erkennen so, ey, das ist etwas, was gebraucht wird und dafür bin ich auch bereit zu investieren, das zu kaufen, ja. Vielleicht seid ihr gut im Coaching, ja, und macht jetzt euren eigenen YouTube-Channel oder generell, ihr könnt Videos schneiden und macht jetzt irgendwelche Fun-Videos. Und schneidet die zusammen und macht euren YouTube-Channel. Kann auch eine gute Business-Idee sein. Ich sage euch nur im Voraus, YouTube-Channel zu starten ist etwas sehr, sehr, sehr zeitintensives und aufwendiges und du brauchst sehr viel Geduld dafür. Das ist nichts. Und eigentlich ist jedes Business so, es ist nichts, es kommt nichts einfach so quick. Diese werde reich übers Wochenende-Idee, die gibt es nicht so. Bam. Und ich habe direkt jetzt jeden Monat 2.000 € Nebenverdienst. Das wird nicht kommen. Es ist harte Arbeit. Und gerade wenn man einen YouTube-Channel starten will, erfordert es sehr viel Geduld, harte Arbeit, Blut, Schweiß, Tränen, dies, das, ja. Und mentale Stärke auch, weil so viele Hater dann auch kommen werden und so viele komische Kommentare, die euch da aus der Bahn werfen können, wenn ihr es zulässt, auf jeden Fall. Nur so als Vorwarnung. Aber es ist natürlich möglich. Dadurch in Nebenverdienst sich aufzubauen, ein Side-Hustle, ein passives Einkommen sich aufzubauen. Darum geht es ja. Du hast vielleicht einen Job und machst einen YouTube-Channel, hast ein passives Einkommen dann. Wenn du genug Arbeit reinsteckst, kannst du das Ganze monetarisieren, kannst da mit AdSense arbeiten und sonst irgendwas. Aber ich will jetzt da nicht zu viel ins Detail gehen. Wenn ihr euch dafür interessiert, können wir auch gerne telefonisch darüber mal sprechen. Da kann ich euch die ganzen Insights, die ganzen Tipps geben, wie ihr mit YouTube quasi erfolgreich werden könnt, wenn ihr das wollt. Eine weitere Fähigkeit ist eine persönliche Fähigkeit. Ich mache euch jetzt ein paar persönliche Beispiele, denn mir ist das letztens passiert. Deswegen habe ich diesen Impuls bekommen, dieses Video eigentlich zu machen. Es sind zwei Typen zu mir gekommen, zwei junge Dudes zu mir gekommen, haben mich am Sandsack gesehen und sonst irgendwas und haben dann gemeint, ja, sie wollen da auch Kampfsport lernen und sowas, ob ich ihnen das beibringe und sie würden mich auch bezahlen. Deswegen, alles ist eine Transaktion. So, wenn du da rausgehst und machst die Dinge umsonst, wirst du ja niemals erfolgreich.
Das heißt nicht, du sollst jetzt money hungry werden und also geldgierig werden, geldhungrig werden und dass alles sich nur noch um Geld dreht. Aber nein, wenn du hart für irgendetwas arbeitest, wird es sich irgendwann belohnt machen, wird es sich irgendwann dann zeigen, warum du das getan hast. Du kriegst dann das, was du verdienst, definitiv. Ich habe so oft, als Beispiel, ja, so oft meine Freunde von damals unterrichtet. Für nichts, für ohne Geld, unentgeltlich, kostenlos, komplett, die stundenlang, wochenlang, monatelang, einen sogar jahrelang, also 2 Jahre fast, unterrichtet. Und habe ihnen Boxen und Kickboxen und sowas beigebracht. Für nichts. Und jetzt, weil ich es schon so lange mache und so oft getan habe, sind diese Dudes zu mir gekommen und ich werde da schon bezahlt. Sie haben meinen Wert erkannt, haben diesen Wert erkannt, haben diese Fähigkeit erkannt. Und das meine ich damit, dass du eine Fähigkeit brauchst, die Menschen erkennen können. Du machst jetzt etwas, bist gut in dieser Sache und Leute kommen zu dir und sagen, ey, kannst du mir das beibringen? Ich bin auch bereit, in dich zu investieren. Deswegen, ich habe auch schon meine erste Stunde mit ihnen gemacht, also meine erste Doppelstunde mit ihnen gemacht. Und jetzt am Sonntag, also ich weiß nicht, wann ich jetzt dieses Video hochlade, was da für ein Wochentag ist, aber bei mir ist es jetzt Samstag, ja, und morgen ist es dann wieder soweit und da kommt die zweite Stunde, wo ich sie unterrichte. So. Und ich ziehe die da auch nicht ab. Ich verlange da jetzt auch nicht Unmengen an Kohle. Das Ding ist, wenn du einen Privattrainer holst, kostet es natürlich immer mehr, als wenn du in ein Fitnessstudio gehst oder einfach so in eine Kampfsportschule gehst. Aber das Positive dabei ist, wenn du einen Personal Trainer hast, konzentriert er sich nur auf dich. Und die Erfolge kommen viel, viel schneller, als wenn du in eine Kampfsportschule gehst und gehst unter viele Menschen. Und man konzentriert sich nicht speziell auf dich. Du musst immer halt selbst dazulernen. Und da ist es halt so, du bezahlst dann etwas mehr, aber ich konzentriere mich komplett auf dich. Ich konzentriere mich nur auf dich, auf deinen speziellen persönlichen Wachstum. Das ist das, warum es sinnvoll ist, auch mal in Menschen zu investieren. Das will ich dir damit sagen. Weil wenn du immer noch knickig bist und denkst, ah, das ist nur eine Abzocke, das ist nur dies, das ist nur das, wirst du niemals Erfolge haben. Du musst manchmal in Dinge investieren, in Menschen investieren, um ein gewisses Wissen zu bekommen, um Fähigkeiten zu bekommen, all das. So, du musst manchmal auch deine Zeit, ich sage hier jetzt nicht unbedingt nur Geld, manchmal kostet es dich deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Da musst du dir mal Videos reinziehen, educational Videos, wo du was davon lernst. Deswegen, so kannst du auch Fähigkeiten erlernen. Wie oft habe ich auf YouTube? Auf YouTube habe ich fast alles gelernt. Wie man Dreadlocks macht, wie man das mit Kampfsport und sowas, diese ganzen Kicks macht, und die Boxschläge und sowas, Techniken gelernt. Habe das jetzt mit meinem YouTube-Business hier, mit dem YouTube-Kanal, weil es ist ein Business. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. YouTube ist ein Business und ich sehe es nicht nur als ein Business. Ich sehe es zwar als ein Business, aber es ist mein Baby. Ich mache es gerne. Ich liebe es, diese Videos zu machen und immer wieder zu hören: Ey, Bro, du hast mir gerade so geholfen. Ich habe das genau gebraucht und sowas. Deswegen mache ich das. Ich mache es nicht nur, weil es ein Business ist, aber ich mache es auch und sehe es auch als Business. Weil wenn du es nicht als Business siehst und einfach nur so Larifaris tust, wirst du nicht erfolgreich. Und egal was. Egal was. Ich habe meinen Kampfsport auch jahrelang als Business gesehen. Habe es sehr ernst genommen. Und jetzt, nach fast 9 Jahren, zahlt sich die harte Arbeit aus. Deswegen, das meine ich mit Zeitinvestment. Wie investierst du deine Zeit? In deine Hobbys oder sonst irgendwas. Vielleicht wird dein Hobby dann zu deinem Beruf, zu deiner Berufung, zu deiner Bestimmung. Ich wusste schon immer, ich kann gut Leute unterrichten. Und jetzt macht sich die harte Arbeit belohnt. Deswegen, das so, ich will dir nur einen Gedankenanstoß geben. Ich will nicht hier angeben oder sonst irgendwas. Ich mache einfach nur persönliche Beispiele. Ich bin der Beweis dafür, dass harte Arbeit sich auszahlt.
Für alle, die sagen, ach, man muss nicht hart arbeiten, man muss nicht dies tun, das ist alles eine Illusion, das ist alles eine Lüge. Nichts kommt einfach so zu dir. Du musst für alles hart arbeiten. Wenn du eine Ausbildung machst, musst du auch dafür hart arbeiten. Du musst in deinem Betrieb arbeiten, musst Arbeiten schreiben, musst Noten abliefern und all das. Das ist alles harte Arbeit. Alles ist mit harter Arbeit verbunden. Wenn du einen Sport anfängst, musst du auch Blut, Schweiß und Training vergießen, um besser zu werden. Definitiv. Deswegen, so, wenn du denkst, alles ist so einfach und alles kommt einfach zu dir, wird es nicht. Du musst bereit sein, durch schwere Zeiten, durch harte Zeiten zu gehen. Und wenn du bereit dafür bist, werden auch gute Dinge zu dir zurückkommen. Definitiv. Deswegen sei geduldig. Sei. Ich werde gerade hier zugetextet. Sei geduldig mit dir. Hab Geduld auf jeden Fall. Hab Vertrauen. Und manchmal dauert es einfach auch ein paar Jahre. Manchmal dauert es jahrelang, bis dein Durchbruch kommt. Manchmal braucht es nur ein paar Wochen, ein paar Monate, ja, bis dein Durchbruch kommt. Und manchmal gefühlt eine Ewigkeit. Und du siehst kein Licht am Ende des Tunnels. Oder du siehst generell kein Ende des Tunnels. Und du siehst gar kein Licht. Aber es ist die Art, niemals aufzugeben. Gib niemals auf, zieh dein Ding weiter durch. Irgendwann, wenn du beständig bleibst, wenn du an deinem Craft weiterarbeitest, du hast jetzt eine Passion, Musik zu produzieren. Du produzierst, 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 niemand hört sich deine Musik an, nur du bist der Einzige, der deine Musik kennt. So. Genauso war es mit meinem YouTube-Kanal. Am Anfang, ich war über ein Jahr, ein anderthalbes Jahr. Ein Jahr und ein halbes hat sich niemand meine Videos reingezogen. Dann, wo ich angefangen habe, mehr Gas zu geben, auf einmal sind die Zuschauer nach und nach gekommen. Manchmal ist es so. Du musst Vertrauen haben. Du musst bereit sein, deine Zeit zu opfern. Du musst bereit sein, dich selbst zu opfern. Du musst bereit sein, mehr Gas zu geben. Wenn alles so scheint, wie als würde es keinen Sinn ergeben, musst du manchmal einfach nur mehr Gas geben. Weil das ist das Zeichen, wenn gerade alles am Scheitern ist, dass du mehr Gas geben musst, dass du nicht aufhören darfst. Ich habe auch gedacht, ey, das macht keinen Sinn, ich gebe YouTube auf. Und dann auf einmal kam dieser Impuls in mir und sagte mir, ey, genau dieses Gefühl hattest du schon so oft im Sport, genau dieses Gefühl hattest du schon so oft generell im Leben, dass du aufhören wolltest. Und genau das waren die Momente, auf die es ankam. Auf einmal kam dieser Impuls und hat mir gesagt, ey, Fabrizio, du musst noch mehr Gas geben. Auf einmal, ich habe noch mehr Gas gegeben und nach, innerhalb von jetzt nicht mal ein Jahr, ich glaube Februar oder März hat es angefangen, diesen Jahres, wo ich so Gas gegeben habe und jeden Tag ein Video hochgeladen habe, dann wurde es auf einmal 2 Videos, dann 3 Videos, ja, ihr könnt zurückscrollen bis zu meinem Anfang, da habe ich jeden Tag dann mal ein Video hochgeladen und auf einmal wurden es dann 3 Videos, jeden Tag. Und seitdem ich das tue, ist nach und nach der Erfolg gekommen. Auf einmal schreiben mich Leute an, die mir helfen wollen. Auf einmal ist da ein Dude, der mich da unterstützt, der mir eine Webseite macht. Auf einmal passiert dies, auf einmal passiert das, auf einmal passiert jenes. Und alles kommt auf einmal so. Und nebenbei noch im echten Leben so kommen Leute auf mich zurück und erkennen meinen Wert, weil ich verschiedene Werte habe. Ich habe viele Werte. Wie gesagt, das soll jetzt kein Angeb-Video sein. Das soll dir einfach nur einen Gedankenanstoß geben, eine Inspiration für dich sein. Ich will jetzt einfach nur deine Muse sein, deine Inspiration sein, dass es möglich ist, sein Ding durchzuziehen und dadurch eventuell sogar erfolgreich zu werden. Ich sage nicht, ich bin der ultra erfolgreichste Mensch, aber ich bin noch sehr jung. Wer weiß, was alles in der Zukunft kommt. Deswegen, ich habe schon die Vision, es startet jetzt mit diesen 2 Dudes. Auf einmal haben die noch andere Freunde und beispielsweise, ja, und dann sage ich denen, ey, wenn ihr noch Freunde habt, holt die gerne dazu. Und auf einmal mache ich da meine eigene Kampfsportschule so quasi, ja, auf meinem eigenen Stil und bringe da Leuten meinen Stil bei. Wäre auch nice. Hab noch mein anderes Business, auf das ich mich konzentriere mit, meinen E-Bikes und sowas. Das muss auch noch was werden da. Das habe ich jetzt so ein bisschen eingefroren, so weil ich mich auf gewisse andere Dinge konzentriere. Habe jetzt hier das Ding. Deswegen, du musst manchmal einfach bereit sein, mehr Gas zu geben. Mehr an dich zu glauben und wirklich auch mal verbissen sein. Weil wenn du nicht verbissen bist, wird es nie was werden. Du musst eine gewisse Verbissenheit haben. Mit Verbissenheit meine ich einfach so,
ich werde nicht aufgeben. Ich bin bereit, mehr Gas zu geben. Ich bin bereit, noch mehr Einsatz zu zeigen. Ich bin bereit, noch mehr Zeit zu opfern. Ich bin bereit, noch mehr Menschen zu helfen. Ich bin bereit, noch mehr zu tun. Und lasse mich nicht unterkriegen. Egal wie schwer die Zeiten werden, egal wie viel Verlust ich dann mache, geldtechnisch oder sonst irgendwas, oder wie viel ich investieren muss, ich bin bereit, es zu tun. Und wenn du Opfer gibst, dann auf einmal passiert das Magische. Und dir wird gegeben. Manchmal muss dir erstmal genommen werden, damit du bekommen kannst. Damit du erstmal siehst, okay, wie bin ich, wie reagiere ich darauf, wenn mir Dinge genommen werden, und wie reagiere ich dann drauf, wenn ich Dinge bekomme. Gott testet dich jeden Tag. Deswegen hab Vertrauen. Hab Vertrauen auf jeden Fall. Wenn du ein Hobby hast, du bist jetzt, du zeichnest jetzt, ja, und willst endlich deine Bilder vermarkten, verkaufen, ja. Hab Vertrauen. Gib weiterhin Gas. Manchmal, wie gesagt, braucht es 10 Jahre. Es sind jetzt fast 10 Jahre, wo ich diesen Kampfsport mache. Ich habe schon so oft diese Gedanken gehabt, ich will jetzt endlich mal Personal Trainer sein, weil ich bin so gut. Ich weiß ganz genau, dass ich gut bin im Unterrichten, im Beibringen. Ich kann Menschen wirklich gut Kampfsport beibringen. Ich bin wirklich gut darin, weil ich diese Empathie habe und verstehe so, wie alles funktioniert, wie der Mensch funktioniert und sowas, wie der Mensch tickt und sowas. Und hab diese Fähigkeiten, hab mir so oft gedacht, Alter, wann kommt das endlich, dass Leute meine Fähigkeit sehen und erkennen können, dass ich denen wirklich was Gutes beibringen kann, dass die endlich mal auch in mich investieren. Ich habe die ganze Zeit in andere Menschen investiert, habe nie was verlangt. Ja, ich weine jetzt hier nicht rum, aber ich rede halt einfach passioniert. Ich habe nie was verlangt. Ich habe so viele Freunde unterrichtet, war für den da, für den da, für den da, nichts bekommen. Gar nichts bekommen. Jetzt, fast 9 Jahre und meine Arbeit macht sich belohnt, zahlt sich aus, definitiv. Du musst geduldig sein. Es kommt nichts über Nacht. Erfolg über Nacht gibt es nicht. Ob du jetzt Musik machst, ob du jetzt künstlerisch unterwegs bist, ob du jetzt YouTube machst, ob du jetzt einen Sport machst und darin gut bist. Egal, was du für eine Fähigkeit hast, du brauchst Geduld. Wenn du ein Ding ein paar Jahre durchziehst und dann denkst, ah, es macht keinen Sinn, es sieht mich keiner, ah, ich krieg da keine Aufmerksamkeit, ah, es macht sich nicht belohnt, es zahlt sich nicht aus, ich investiere zu viel und krieg zu wenig, wird es nie was werden. Manchmal musst du bereit sein, wie gesagt, auch mal nichts zu bekommen, Dinge für nichts zu machen, Leuten zu helfen, umsonst, für nichts. Wie oft habe ich am Anfang auf YouTube Leuten zurückgeschrieben und denen geholfen, auf Instagram, per E-Mail. Leute haben mir Paragraphe geschrieben, ich schreibe denen zurück, helfe denen und sowas. Alles umsonst, ja. Und habe letztens auch das persönliche Gespräch mit einer Dame gehabt, die meine Hilfe gebraucht hat. Deswegen, du brauchst einfach Geduld. Ich will dir, wie gesagt, nur Beispiele machen. Soll jetzt kein Angeben sein, einfach nur Beispiele. Brauchst Geduld. Hier auch, YouTube, ich brauche extrem viel Geduld. Ich weiß ganz genau, dass nicht Leute dann irgendwie mir das Haus dann einrennen werden direkt und sagen werden, hey Soulchen, ich will ein Erstgespräch mit dir. Das wird Zeit dauern. Das wird Zeit brauchen, wollte ich sagen. Definitiv. Aber ich bin bereit, meine Zeit zu opfern. Euch meinen Wert zu zeigen. Jeden Tag. 3-mal am Tag. Immer und immer wieder. Dass ihr seht, ey, der Typ, der hat's drauf. Der Typ, von dem kann ich was lernen. Mit dem kann ich mich austauschen. Der hat diese Fähigkeit und ich brauche sein Wissen. Deswegen, bau dir eine gewisse Fähigkeit auf. Das wollte ich jetzt mit diesem Video sagen. Du brauchst eine Fähigkeit. Du musst dich wertvoll machen. Du brauchst eine Fähigkeit, die Menschen erkennen können. Definitiv. Du brauchst eine spezielle Fähigkeit. Und mit speziell meine ich nicht, du musst das Rad neu erfinden und jetzt etwas machen, was noch niemand zuvor gemacht hat. Personal Trainer gibt es genug, aber es gibt nicht viel Gute, die sich wirklich passioniert um ihre Kunden kümmern. Gibt es nicht viele. Gibt es zwar, aber nicht viele. Es gibt genug YouTuber, aber es gibt nicht genug Passionierte, die wirklich ihr Herz da reinstecken. Es gibt genug
was weiß ich, Künstler, Musiker, das ist scheißegal. Du kannst trotzdem da durchstarten. Es gibt genug, die Kampfsport machen. Es gibt genug, die Sport machen. Es gibt genug, die, keine Ahnung, Dinge machen, ja, die Webseiten designen und sonst irgendwas. Aber wenn du eine gute Fähigkeit hast und bist vielleicht besser als manch andere oder einfach nur extrem gut in der Sache, die du tust, werden Menschen auf dich zurückkommen irgendwann. Und wie gesagt, manchmal braucht es einfach ein paar Jahre deiner Zeit. Manchmal braucht es nur ein paar Monate, manchmal braucht es nur ein paar Wochen. Zeit ist relativ. Zeit ist relativ. Aber du musst eins wissen. Du brauchst Zeit, definitiv. Und Geduld. Du musst geduldig sein. Manchmal wirst du am Anfang kein Licht sehen im Tunnel. Alles wird düster und dark und dunkel sein. Du erkennst kein Licht. Du siehst kein Licht. Und du tappst die ganze Zeit im Dunkeln und fragst dich, wofür tue ich das Ganze? Wie oft habe ich mir das im Kampfsport gedacht? So, wofür tue ich den ganzen Scheiß? Ich mache Kämpfe, krieg dafür nichts, ja, krieg da auf die Fresse. Ich gehe ins Training, unterrichte Leute, krieg nichts, nichts. Nicht mal ein Lob oder sonst irgendwas beispielsweise, ja, nichts. Ich bekomme gar nichts, nichts. Nicht mal das Minimum, gar nichts. Ich habe Dinge für nichts getan, ja. Und habe gedacht, das ist alles umsonst, so, das macht keinen Sinn. Bis dann jetzt dieser Tag gekommen ist. Deswegen, ich bin der Beweis, dass harte Arbeit sich auszahlt. Definitiv. Deswegen, ich will einfach nur eine Inspiration für dich sein. Deswegen, wenn du eine Fähigkeit hast, wo du weißt, ich bin gut darin, zeig sie der Welt. Hab keine Angst, dich zu zeigen. Hab keine Angst, diese Fähigkeit nach außen zu bringen. Es wird Menschen geben, die dich brauchen werden. Aber solange du noch Angst hast, dich so zu zeigen, wie du bist, deine Fähigkeit zu präsentieren, wirst du niemals erfolgreich werden. Du darfst keine Angst haben. Deswegen, kurz gesagt, brauchst Geduld, darfst keine Angst haben, du musst beständig sein, du musst bereit sein, mehr Gas zu geben und du musst bereit sein, deine Zeit zu opfern. Du musst auch bereit sein, vielleicht auch mal was unentgeltlich zu machen, kostenlos anzubieten am Anfang. Damit Leute erstmal dein Können erkennen können. Das so zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat dich jetzt motiviert. Wirklich. Es gibt so viele Wege heutzutage, wie du finanziell unabhängig werden kannst. Und ich will einfach, dass ihr alle, wenn ihr Träume habt, wenn ihr Ziele habt, wenn ihr finanziell unabhängig werden wollt, dass ihr das auch erreicht. Ihr werdet es erreichen, wenn ihr diese Schritte befolgt, die ich euch jetzt gerade zuletzt genannt habe. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Haltet durch. Es wird sich auszahlen. Eure Zeit wird kommen, euer Durchbruch wird kommen, definitiv. Ich glaube an euch. Peace out. Zieht durch.